Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video wieder und uns soll es heute um das Thema Farbtheorie wieder gehen. Alles unter dem Stern Komplementärfarben. Zu meinem neuen Buch nämlich Farben. Das ist ja ganz neu erschienen und da möchte ich einfach ein bisschen Einblick geben beziehungsweise euch einfach noch ein bisschen was an die Hand geben. Einfach ein bisschen mehr Theorie. Ja, aber das heute alles in Form eines Tutorials. Das heißt, ihr dürft heute einmal Aquarellpapier parat haben, eure Aquarellfarben, dann einen Bleistift. Ich habe einen Größe 10 Pinsel, einen Größe 4 und einen 1er Pinsel. Ungefähr so in die Richtung. Vielleicht noch einen knetbaren Radiergummi, einfach damit wir hier die Striche gleich nochmal ein bisschen wegradieren können. Und natürlich auch noch Wasser. Ansonsten erzähle ich erstmal noch ein bisschen was dazu, und zwar Komplementärfarben sind ja die Farben im Farbkreis, die sich gegenüberliegen, die nebeneinander wunderschön und leuchtend und strahlend aussehen. Die bringen so das Beste aus der anderen Farbe aus sich gegenseitig heraus. Aber wenn man sie mischt, dann wird das eher so braun-grau Farbe. Genau, hier in meinem Buch, da habe ich ja auch zwei Farbkreise. So, ein bisschen vorsichtig hier mit der Kamera. Hier, das ist der Farbkreis nach Johannes Itten. Den kennen schon ganz viele. Ne? Da haben wir zum Beispiel Gelb und Lila, sind Komplementärfarben. Wir haben dann Grün und Rot oder auch Blau und Orange. Wenn wir uns aber den Farbkreis nach Harald Küppers angucken, dann sind die Komplementärfarben hier Gelb und Blau. Das ist aber hier tatsächlich bei Harald Küppers ein Blau-Violett. Wir haben Magenta und Grün und wir haben zum Beispiel Cyan und Orange-Rot. Ja, das sind bei Harald Küppers die Komplementärfarben. Also je nachdem, nach welchem Farbkreis man geht. Das ist jetzt auch gar nicht so wahnsinnig wichtig. Da muss man jetzt gar nicht so genau sein, ob das jetzt wie hier Blau und Orange ist. Blau und Orange bei Itten oder auch Blau, Violett und Gelb. Diese beiden, diese Farben, die ergeben in der Regel immer so grau-braun, wenn man sie mischt. Ansonsten, es gibt nämlich noch als kleines Tool, falls ihr einfach genau den Überblick verliert, könnt ihr euch natürlich auch den Farbkreis eurer Wahl einfach nochmal aufmalen, ausschneiden und irgendwie an euren Malplatz kleben. Ansonsten gibt es aber auch solch eine ein Farbmischdrehrad. Genau, ich habe jetzt hier meins von Bösner. Hier sind einfach nochmal ein paar wichtige Farbbegriffe zum Beispiel drauf. Was sind Tertiärfarben, was sind Primärfarben? Aber auch hier, wenn ich Blaugrün mit Weiß mische, dann ergibt es diesen Farbton, einfach aufgehellt. Aber auch wenn ich mit Schwarz mische und genau hier dann, wenn ich mit Magenta mische. Ja, das soll uns aber gar nicht weiter interessieren und wir finden hier hinten die Seite nämlich, finde ich, ganz spannend. Und zwar ist hier nämlich zum Beispiel der Komplementärkontrast, der ist hier mit aufgezeichnet auf diesem Farbrad und dann kann man hier zum Beispiel, Violett und Gelb sind Komplementärfarben. Wir haben hier Blau, Violett und Gelb-Orange sind hier auf diesem Farbrad die Komplementärfarben. Das heißt, ihr könnt hier super, super easy einfach hier drehen und wenden und eure Komplementärfarben euch anschauen. Für dieses Projekt möchte ich jetzt Gelb, Grün und Rot-Violett mehr auswählen. Nur kann ich jetzt hier gegenüberliegend sehen. Das schauen wir uns jetzt aber gleich in der Praxis an. Hier nochmal, falls es für den einen oder anderen einfach mit dem Bleistift nicht schwarz genug ist. Wenn ihr das nicht gut genug sehen könnt auf der Kamera, hier habe ich es nochmal auf schwarz gemacht. Das einmal vorskizzieren. Ihr könnt ja kurz auf Pause drücken und dann einmal nur abskizzieren. Das sind ja einfach nur so zwei Wellen als Landschaft. Und dann haben wir so ein kleines Haus. Das muss nur so ungefähr, also ihr müsst das jetzt nicht 1:1 übernehmen. Wir wollen so ein Haus in der Landschaft machen. Und damit starten wir jetzt auch schon erstmal mit dem Himmel. Ganz, ganz transparent. Also ich möchte das eigentlich nur so ein bisschen farbig machen, weil unser Haus und die Wiese im Prinzip, das soll unser Komplementärkontrast werden. Aber wir haben ja auch noch unseren Himmel, den wir einfach so ein bisschen farbig machen wollen.
Und deswegen kommt hier, ich habe gemischt, das ist jetzt Cerulean Blue mit, was hier jetzt noch auf meiner Farbpalette war, einfach ein Blauton. Und den male ich mir hier einfach drauf. Ein bisschen müssten wir jetzt hier warten, bis es angetrocknet ist, weil wir hier unsere Wiese, das berührt hier hinten unseren Himmel. Das heißt, wir wollen, dass es nicht allzu sehr sich vermischt. In der Zeit, wie ich jetzt aber quatsche, kann ich schon mal meine Farbe anrühren. Und die mische ich mir. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein Gelb-Grün und ein Rot-Violett als Komplementärkontrast haben. Ich nehme mal mein Winzer Green Blue mit, ja, hier Gelb, Winzer Yellow, das mische ich einfach mal für mein Gelb-Grün und dann zeige ich euch nämlich nochmal was. So. Das heißt, hier auf meine. Ich drehe das mal um, damit ihr das sehen könnt. So. Also hier Winzer Green. Und ihr seht hier das Winzer Green, das ist so ein sehr, sehr knalliger Ton. Gemischt mit Gelb ergibt es so ein richtig quietschiges Grün. So, hier seht ihr das. Das ist schon sehr, sehr quietschig. So, Thema Komplementärfarben hier einfach auch nochmal. Eignen sich richtig wunderbar, um einfach nochmal die Farbe ein bisschen stumpfer zu machen. Das heißt, hier ist es mega, mega quietschig. Hookers Green zum Beispiel, das ist ein Farbton, der extrem dankbar ist. Den habe ich jetzt hier auf der Farbpalette. Der ist von Hause aus einfach ein bisschen abgedunkelter und nicht ganz so quietschig. Hier könnt ihr das sehen, ne? Der ist bisschen abgedunkelter. Wenn ihr den aber nicht habt, dann oder einen anderen Grünton und eure sehr quietschig sind und ihr wollt ein bisschen mehr naturbelassener haben, dann könnt ihr zum Beispiel ein Magenta nehmen. Ne, Magenta als Komplementärfarbe zu eurem Grün. Und das gebt ihr, also wirklich nur so eine Pinselspitze erstmal, das gebt ihr auf euren Grünton mit drauf und dann könnt ihr das hier sehen. Da. Ne? Ein ganz toller Unterschied hier. Das sieht schon so ein bisschen natürlicher aus. Nicht mehr ganz so quietschig. Ne? Ich zeige euch auch mal nur das Winzer Green. So. Und ein bisschen Magenta. Nur so eine Pinselspitze. Ja. Ist jetzt ein bisschen hell geworden. Aber hier kann man es schon sehen. Das ist auch nicht mehr ganz so quietschig. Also das von mir tatsächlich als kleiner Tipp. Ja, um eure Bilder, gerade wenn ihr so Naturaquarelle macht oder so, da kann man das immer sehr, sehr gut einsetzen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen schönen Grünton. Ich habe mir den schon so ein bisschen, ja, nicht abgedunkelt, naja, doch schon so ein bisschen abgedunkelt. Mache aber noch ein bisschen Gelb hinzu und trage jetzt hier meine Farbe auf. Hier starte ich auch schon direkt am Rand, am Übergang. Das darf hier sich auch so ein bisschen vermischen. Und gebe noch ein bisschen Gelb mit drauf. Auch hier. Wichtig hier zum Beispiel bei diesem Bild ist es jetzt, dass ich die Grüntöne so ein bisschen unterschiedlich halte. Also ich möchte nicht das Gras alles in einem Grünton. So, das vermischt sich hier ganz schön doll noch. Ne? Also obwohl ich so viel gequatscht habe, war das doch ganz schön. So, jetzt arbeite ich ein bisschen schneller und mische mir einen dunkleren Ton noch an. Ein dunkleres Grün, den ich noch mit ein bisschen Indigo. Oh, das war ein bisschen viel. Nee, das war Aqua Green. Ja, ich bin immer ein bisschen wild und ein bisschen unter Stress, gerade wenn ich hier so nass in nass arbeite. So. Das ist mir jetzt ein bisschen zu sehr blaugrün. Aber ist gar nicht schlimm. Den gebe ich hier rein. Ich möchte jetzt nämlich hier, das ist für mich wichtig, und zwar
möchte ich hier Kontrast schaffen. Ja, damit mein Bild am Ende nicht ganz so langweilig ist. So. Das heißt, hier unten dunkles Grün. Und dann ist auch einfach wichtig bei Aquarellfarbe, wenn wir jetzt hier zu viel drin rumwursteln, entstehen einfach Pfützen und dann sieht das in der Regel schlimmer aus als vorher. Deswegen lasse ich es jetzt einmal wirklich gut austrocknen. Mit dem Viererpinsel nehme ich hier wieder so ein Blautön, wie ich ihn auch für den Himmel ungefähr benutzt habe. Also eher etwas Helleres. Und male damit meine Fenster einmal komplett aus. Und mit einem sehr dunklen Umbra wage ich mich schon mal ans Dach, weil ich ja erstmal jetzt warte, bis die Fenster gut getrocknet sind. Und in der Zwischenzeit kann ich jetzt schon mal das Dach machen. Fenster und Dach müssen jetzt gut trocknen. In der Zwischenzeit kann ich mich weiter hier um meine Wiese kümmern. Da habe ich jetzt einfach mein Gelbgrün genommen. Einfach noch ein bisschen, ja, das ist jetzt einfach nicht mehr ganz so transparent. Und da gebe ich hier einfach so wie so Flecken drauf. Auch so locker aus der Hand. Ich mache das hier mit meinem Viererpinsel. Da mir hinten, das habe ich jetzt so nicht geplant, hier hinten aber das Grün echt zu doll hier in den Himmel rein gerauscht ist, werde ich jetzt hier einfach noch einen Grünton nehmen. Den mache ich so ein bisschen blauer, also einen Ticken Blau mit rein. Und erstmal in so einer das ist jetzt nicht ganz transparent, aber auch nicht richtig deckend, also jedenfalls noch nicht. Und mache hier wie so eine Baumreihe. Tupfe ich mir hier auf, direkt auf den Rand. Vielleicht auch hier drüber, dass das so ein bisschen aussieht, als würde das so hinter dem Dach noch weitergehen mit den Bäumen. Und dann einfach so ein paar Punkte hier oben drauf setzen, wie so einzelne Blätter. So. Und nochmal ein dunkles, deckendes Grün kommt dann hier so an den Rand hier unten, dass das so ein bisschen noch verlaufen kann in meine Baumreihe. So. Einfach noch ein bisschen mehr Tiefe. Okay. So. Ja, und das muss ich jetzt, wie gesagt, auch noch einfach weiter trocknen lassen, damit ich dann weitermachen kann mit meinem Haus. Für das Rot-Violett ist es jetzt wichtig, zu dem Violett kein Rot, kein echtes Rot, sondern wirklich eher ein Magenta zu mischen. Dann bekommt man ein wunderschönes Rot-Violett heraus. Ansonsten, wenn ihr kein Violett habt und es erst selber anmischen müsst, dann wie gesagt, guckt euch auf jeden Fall das IGTV-Video davor an. Da sage ich nämlich ganz viel zum Thema Violett und wie man ein schönes strahlendes Violett mischen kann. Ansonsten hier mit viel Wasser trage ich mein Violett hier auf. Während meine erste Violettschicht getrocknet ist, habe ich mir hier einfach schon mal so ein paar gelbe Punkte gesetzt, so als Blümchen. Das wiederhole ich gleich, indem ich einfach nochmal so weiße Punkte hier drauf setze auf meine Wiese. Die ist dann fertig und hier mit meiner zweiten Violettschicht
bringe ich hier so ein bisschen Schatten rein, einmal an der Seite des Hauses und unterm Dach. So. Das Haus soll jetzt danach aussehen, als wäre es aus Holz gebaut, auch wenn es ja so ein rot-violett ist. Und dafür nehme ich einfach meinen Einzerpinsel und den Violettton, den ich hier auch schon genommen habe, nur ein ganz klein wenig abgedunkelter. Und nehme mir hier und ziehe hier von oben nach unten so Striche und lasse einfach immer ein bisschen was stehen. Also ein bisschen Zwischenraum. Mit dem Einzerpinsel arbeite ich jetzt nur noch so ein paar letzte Details ein. Damit ist unser ja, einsames Haus in der Landschaft quasi fertig. Wir haben ja einen wunderschönen Komplementärkontrast erschaffen. Das Rot-Violett, das leuchtet einfach noch so ein bisschen mehr raus durch das Grün, was wir hier drumherum verteilt haben. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich auf jeden Fall auf eure Ergebnisse. Tag mich gerne, damit ich sie alle sehen kann und kommentieren kann, liken kann. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und ja. Stellt eure Fragen gerne unter diesem Video und ich freue mich einfach bis, ja, aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss!